Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute die ersten News. Es gibt ein neues Projekt, das ich gerne jetzt über die nächsten Monate machen möchte. Ich bekomme heute am 29. September 2018 einen Bauwagen geliefert. Der ist 3,50 Meter lang, also ein kleiner Bauwagen mit einer Achse. Und den möchte ich umbauen zu einem Tiny House. Und zwar soll dieses Tiny House dann nicht nur 3,50 Meter groß sein, also in der Länge, sondern ich werde den Bauwagen verlängern auf ungefähr 5 Meter. Und in diesem Tiny House oder in diesem Bauwagen / Tiny House soll dann alles auch enthalten sein, so dass man vielleicht auch ein Wochenende mal drin, ja, sich mal eine Auszeit gönnen kann. Ja, und heute, ich warte jetzt schon ein bisschen auf den Bauwagen. Er ist natürlich etwas älter. Ich glaube aus den 50er Jahren irgendwo, also schon richtig alt. Ja, er rollt gerade noch so eben. ein Reifen ist kaputt, er wird aber trotzdem mit dem Träger hergezogen. Auf der, weiß ich nicht, vielleicht auf der Felge oder so, werde ich dann ja sehen. Oder vielleicht werdet ihr das auch noch sehen. Mal gucken. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Was ich dann noch plane in der Zukunft, ist eine Bandsäge zu bauen. Und zwar eine Bandsäge, die dann auch jeder nachbauen kann. Das heißt, ich werde auch die Maße, die ungefähren Maße euch mitteilen, sodass ihr dann auch in der Lage seid, vielleicht, wenn ihr wollt, das Projekt nachzumachen. Dann ein weiteres Projekt, was ich noch geplant habe, ist eine Garderobe bauen. Das werde ich dann aus ganz normalen Leimholzbrettern machen. Das ist nicht, der Schwierigkeitsgrad ist, ich sag mal, sehr niedrig. Ich werde ein bisschen falzen mit der Oberfräse, ein paar Löcher bohren, vielleicht ein paar Dübel setzen, auf jeden Fall ein paar Schrauben. Ein bisschen rechnen, mehr ist da eigentlich nicht bei. Lackieren und ja, das war es dann auch schon. Was habe ich noch geplant? Ich werde mir noch eine Absaugung für meine kleine Werkstatt bauen. Ja, meine Tischkreissäge, die selbst gebaute, die soll erweitert werden. Das heißt, ich werde die etwas umbauen. Und ich werde auch eine Fräse mit einbauen, so dass ich dann auch eine Unterfräse habe. Die Unterfräse weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich die dann installiere, ob ich da mit einem Schraubsystem die Verstellung vornehme oder mit einem Hubsystem. Das lasse ich jetzt mal offen, das weiß ich noch nicht, das wird kurzfristig entschieden. Ja, es kommt also einiges. Wenn du daran Interesse hast, dann klick einfach auf den Abonnieren-Knopf und dann wird dir angezeigt, wenn ich ein neues Video poste. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß für den heutigen Tag. Ich habe noch ein bisschen Arbeit heute. Ich muss den Bauwagen nochmal aufstellen, der jetzt schon da ist, und aufbocken. Mal gucken, wie weit ich komme. Ja, das war es dann erstmal für heute. Also abonnieren nicht vergessen und Daumen nach oben kannst du auch nochmal hinterlassen für einige andere Videos. Guck einfach mal auf meinem Kanal, so ein paar Videos habe ich schon gepostet und ansonsten viel Spaß. So, der Bauwagen steht erstmal an seinem vorläufigen Platz.
Die Hühner hat es auch nicht gestört. Alles sieht gut aus. Ein Highlight ist dieser Reifen. Den muss ich auf jeden Fall tauschen, weil der Wagen soll nachher auf den Rädern stehen. Ich habe schon mal angefangen mit dem Bauwagen, den so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und bin jetzt so ein bisschen erstaunt darüber, dass ein Bauwagen so teuer gehandelt wird. Also ich habe jetzt mal alles schon mal so weit rausgemacht, alle Balken und Regale, alles abgeschraubt und mal eine Seitenwand von innen auch entfernt und stelle fest, hier sind Leisten verbaut für so einen Bauwagen. Also der Bauwagen ist jetzt von Mitte 70er, wurde mir gesagt. Hier sind Leisten verbaut, die haben höchstens 3x3 cm im Quadrat. Und wenn ich mir jetzt überlege, für so einen Bauwagen zahlt man bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel um die 900 Euro. Und ich habe das von einem netten Nachbarn viel, viel günstiger bekommen. Und nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank, Matthias. Also wirklich cool. Und ich halte dich auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Aber im Moment ist jetzt erstmal Pause. Ich war einfach nur neugierig und habe mal so innerhalb von 2 Stunden hier mal alles rausgeräumt und mal ein bisschen Platz geschaffen. Ja, cool. Ich bin nach wie vor begeistert von dem Teil. Ich habe auch schon den defekten Reifen, den habe ich schon runtergenommen. Der ist jetzt aufgebockt, der Bauwagen. Da unten, wo ist denn die alte Achse? Yes, kann man sehen. Ordentlich verrostet ist es gewesen, aber mit meinem Schlagschrauber war das ganz gut zu machen. Ordentlich Öl rein, bisschen warten, nochmal Öl rein, Schlagschrauber und dann den Rest mit der Hand. Und dann ging das auch ganz gut. Okay. Ja, jetzt lasse ich mich mal ein bisschen fallen und ruhe mich mal einen Augenblick aus. Heute ist immerhin Sonntag und ich genieße jetzt noch mal die Sonne. Ja, dann bis zum nächsten Mal.